Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rogue Company. Ja, ist das nicht schön? Eine Season endet bald und die nächste steht schon an. Fantastisch. Gut. Heute spielen wir noch ein paar Runden in der alten Season. Und bald in 9 oder 10 Tagen steht schon die nächste Season an. Oh Mann. Tja. Und bis dahin habe ich ja letztens wieder ein paar Skins aus Kisten gezogen, die ich zeigen kann. Unter anderem hier diesen lilanen Kestrel Skin. Ich habe mir den Skin schon mal angesehen und muss leider sagen, dass die Drohnen nicht abgeändert wurden. Ist ein bisschen schade, aber gut. Was will man machen? Ich habe auch einen anderen Skin auf die Knights draufgepackt. Das ist hier dieser Circuit Board Skin. Und ich finde, der Skin ist richtig, richtig schön. Und er ist auch richtig schön animiert mit diesen Lichteffekten und so. Das gefällt mir schon richtig gut. So. Was ist das jetzt hier? Was spiele ich hier eigentlich? Ich spiele Quick Play. So viel weiß ich. Weil ich habe absolut keine Ahnung, was genau das hier für ein Modus ist. Extraktion, alles klar. Oh, Mist. Oh wow. Das ist jetzt natürlich eine blöde Situation. Oh, die kam da gut um die Ecke. Der kam in einem sehr unglücklichen Zeitpunkt zur Barrikade. Und da bin ich wieder. So, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir den Punkt einnehmen, würde ich behaupten. Alles klar. Alles klar. Ach, hier die Drohnen. Gut. Ziehen wir uns gleich nochmal an. Aber da hat man gesehen, das sind die Standard-Kestrel-Drohnen. Ich mag ja diese Skins, die Charaktere grundlegend verändern. Einerseits vom Aussehen her, dann von den Fähigkeiten ein bisschen. Beziehungsweise von den Farbgebungen der Fähigkeiten. Ich hol mir die Waffe. Da fällt mir zum Beispiel der Pesthexe Kestrel Skin ein, der beste Kestrel Skin, den es bisher jemals gab. Dieser Skin verfügt über lilane Drohnen und auch einen lilanen Rauch, wenn die Drohnen hochgehen. Hey, von hinten. Yo, richtig hart von hinten, verdammt. Und da kommt auch noch einer. Eine.
Uff. Ja. Die Runde war nix. Wieso crouchen die alle? Was haben die bitte mit ihrem Crouchen? Als ob. Wieder der gleiche Punkt. Na gut. Bei dem haben wir wenigstens die Runde gewonnen. Was sehr positiv ist. Ach Himmel. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Wie ist da oben? Oder auch nicht. Als ob. Oh nee. Shit. Ich denke, er sieht ihn, ja. Uff. Uff, uff, uff. Ich bin versucht, die Knight auszuwechseln gegen eine andere SMG. Auf keinen Fall gegen ein Sturmgewehr. Zurzeit sind Sturmgewehre nicht die allerbesten Waffen. So. Okay, der Punkt ist auch absolut in favor für die Gegner. Ach bitte, ach bitte. Ach bitte. Ach bitte. Wo croucht der rum? Uff. Uff, uff, uff. So, die beiden rennen jetzt rein. Holen sich den Punkt. Werden beide gedownt, im Prinzip. Ach nee, vergiss es. Positively shocking. 45 seconds left. Hey, thanks. Trial and error. We've captured the objective. Alter, mach den doch bitte weg. Jetzt! Warum? Nein! Ich komm nicht zum Knopf. Warum vor allem? Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Wieso sind wir jetzt nur noch zu dritt? Was ist das? Ey. Shit, hatte irgendeiner von denen Rüstung? Ich hoffe einfach mal nicht.
Wenn die sich jetzt Rüstung holen, okay, blöd für mich, blöd gelaufen. Aber ja. 1, 2. Okay. Wo fliegt die Granate hin? Jetzt bin ich gestorben, jetzt bin ich an meiner eigenen Granate gestorben. Wieso fliegt die hart nach links, wenn ich nach... Gott. Shit. Okay, gib mir hier meine LMPX. Ich merke auch gerade, ich spiele die ganze Zeit auf der falschen Maus-Sensitivity. Jetzt sollte es besser sein. Und wir nehmen nicht die Zipline. Wo ist Human Refill? Oder Backfill, oder wie dieser Dreck auch immer heißt. Wo ist das? Fehler. Komm, leck mich doch, du. Wieso? Das liegt an der Kante. Ach. Und die ist AFK. Und genau deswegen hasse ich diesen Dreck mit Quick Play. Genau deswegen, weil man da immer in solche Runden kommt. Die bewegt sich! Die hat gerade die Maus bewegt! Die ist nicht AFK! Die verarscht mich nur! Leck mich. Utility out.
Dazu sage ich nichts. Dazu sage ich jetzt nichts. Dodgeball. Oh, wow. Fixer? Fixer? Ein komplett gar nicht gemeisterter Fixer? Wirklich? Ah. So, 24S, let's go. Seconds remaining.
Oh Mann. Und in diesem Drecksmodus kriegt man auch kein Geld. Ah. Shit. Ja, der ist tot. Und ich kann mir nichts kaufen. Alter. Dieser Drecksmoke. Nein. Holt das Geld, holt das Geld, holt das Geld, holt das Geld. Gut. Es darf nicht wahr sein. Ey, wer ist der fucking beste Spieler der Welt? Ich kann's euch sagen, ich bin's. Oh Mann.
Und was für einen Winkel? Wo soll der gestanden haben? Ah. Dreck. Administering aid. We've been wiped out. Regroup and try again. Switching sides. Crushed us. Fight harder next time. Wiped out. Run it again. Enjoy it while it lasts. Gateway positively stopped. Utility out. All vital stable. All enemies have been eliminated. That's one way to do it. Uff.
Wieso ist dieser Dreck so anstrengend? Es sollte nie so anstrengend sein. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem. Hi! Ich hab die Spritze eingesetzt! Ach, shit. Renn doch! Wo bin ich hängen geblieben? Was? Dima war tot! Warum bekommen wir jetzt keinen Respawn? Ich hab Dima getötet!